Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Returns zusammen mit Paul Meister. Hallo! Paul Meister ist jetzt wieder an der Reihe und er spielt jetzt den letzten Boss von diesem Spiel und zwar Level 8b Großer Tiki macht Terror. Och, weißt du, da habe ich keine Angst vor dem, dem gebe ich einfach aufs Maul. Ja, der letzte Boss, schauen wir mal. Wir durften ja leider noch nicht sehen, was das für ein Boss ist und das sieht schon ziemlich nice aus da mit diesem... Ring, wie auch immer. Ich hätte mir die gar nicht holen brauchen, ne? Ah, ne, den gibt's hier gar nicht. Okay, eine Zwischensequenz. Oha. Und das ist der die Boss. Die Augen. Sieht schon mal ziemlich böse aus. Da haben wir die. Ja, ja. Und jetzt geht Palmaster erstmal in einen Raketenfass. Och, weil das ist jetzt anscheinend der erste Teil dieses Levels. Hilfe. Ja, Paul Meister muss sich erstmal der Steuerung zurechtfinden. Ja, mit Hilfe des A-Knopfes kannst du beschleunigen. Das ist ja auch vonnöten, wie man gerade gesehen hat. Wieder sehr schön, diese ganzen Particle-Effekte. Also, sie machen echt was her, wie ich finde. Ja. Also, ja. Und hier jetzt schneller, ne? Die Devise hier. Genau, da muss man erst ein bisschen Gas geben. Hier allerdings nicht zu schnell, weil sonst sieht er nicht, was da als nächstes kommt. Diese Alter. Ja, was auch immer es auch sein soll. Sich bewegende Dinger, die sich von links nach rechts bewegen und kreisende. Wow, das war sehr cool. Das ist jetzt peinlich gewesen, wenn ich da gestorben wäre. Ja. Oh, Alter. Na okay, das war auch nicht viel weniger peinlich. Okay. Nächster Versuch. So. Jetzt muss man meistens mal ein bisschen besser darauf achten, hier nicht down zu gehen. Oh Mann, ja! Ja, das muss man schon ein bisschen auswendig lernen, ansonsten wirst du das niemals hinkriegen. Oder beziehungsweise ja. Und danach noch der Boss kommt, ich hoffe, das ist irgendwie so ein Checkpoint oder so. Ich jedes Mal was mal. Okay, Paul Meister weicht hier bis jetzt sehr gut aus. Da haben wir wieder die Kreise. Leben. Ein Leben. Okay, jetzt kommen von unten solche. Die verfolgen mich auch noch, das ist ja gemein. Tikis mit solchen Bällen. Boah, da wäre Paul Meister fast getroffen worden. Ich meine natürlich mit solchen Heißluftballons. Mit Propellern. Da muss Paul Meister einfach nur gewitzt ausweichen. Okay, das scheint hier auch schon zu Ende zu sein, oder? Was passiert jetzt? Da muss Paul Meister nochmal schnell machen. Aufpassen. Alter, das kann nicht wahr sein. Ja, da hättest du ein bisschen mehr lenken müssen, oder konntest du nicht mehr lenken? Doch, ich glaube, ich hätte mehr lenken müssen. Na gut. Na tolle. Der nächste Versuch. Naja, immerhin weiß ich jetzt, was mich erwartet. Ich glaube. Ey. Kannst du nicht doller lenken oder warum lenkst du? Nee, so? Der hat immer noch so einen Drall in die andere Richtung, wenn ich dagegen lenke. Also. Ist irgendwie. Schwierig. Ja. Allerdings. Ja. Vor allem ist das Sichtfeld ja auch nicht besonders groß. Ja, das ist vor allem das Problem, glaube ich. Könnte man noch ruhig schon ein bisschen weiter raus zoomen. Ja, die verfolgen dich hier, da muss man ein bisschen aufpassen, dass die. Die haben sogar Stacheln, um zu zeigen, dass man da wirklich auch getroffen werden kann. Aber es sind doch irgendwie so wird. Übelst viele, ne? Ja. Ging eigentlich. Na, an den bist du zum Glück jetzt noch nicht gestorben. So, jetzt weiß Paul Meister hoffentlich mal, wo er hier lang muss. Okay. Da kommen nochmal die. Boah. Und nochmal solche. Und das war's. Sehr schön. Und jetzt folgt wieder eine Zwischensequenz. In den Mund. Oh nee. Ham.
los geht's auch schon. Hilfe, ey. Boah, das sieht aber krass aus. Ja, kann da so schnell ausweichen. Was rollt er denn jetzt nicht? Na? Alter. Also immer wenn seine Hände leuchten, dann kurz danach bewegt er sich. Auf die seine Knöpfe auf den Händen musst du draufspringen. Ja, ja, versuche ich ja gerade, aber der kann nicht gut weg jetzt. Was? Und da hat der Pollmeister geschnetzelt. Nee, jetzt ohne Didi. Also man soll es anscheinend ohne Didi schaffen. Ja, wie schnell. Ja. Ist ja behindert, Alter. Okay, einmal getroffen. Sehr gut. Ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Das war knapp. Boah. Ich glaube, da musst du rollen, damit du da schnell wegkommst. Das ist ja nervig. Ja, leck mich. Nein. Sehr gut. Na, wenigstens kannst du nicht an die Seiten runterfallen. Das wäre ansonsten auch ein bisschen doof. Ja, Mann. Okay, deine Hand hinten hast du ein Herz. Leute, das hab ich nur getroffen. Oh, ja. Meine Hand ist kaputt. Sehr schön. Nur noch eine Hand verbleibend. Vielleicht hast du es dann sogar schon geschafft. Mal schauen. Na, mit einer Hand würde er jetzt mal wahrscheinlich nicht mehr so viel anrichten können, oder? Hoffen. Wir. Mann, ey. Und da ist Pollmeister platt. Ja, wie schnell er jetzt das macht, ne? Bam. Draufgesprungen. Nur noch ein Treffer. Boah. Doppel. Richtig. Aber Pollmeister hat ebenfalls nur noch einen Treffer. Mann, das geht doch nicht, Alter. Ja, erstmal einen auf den Mann. Ist okay. Boah. Okay, wieder getroffen. Wenigstens gibt es manchmal ein Herz. Aber du kannst auch auf den drauf, ne? Ja, ja, das muss ich im Rollsprung machen. Boah. Ja, so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. Hä? Alter. Tja. Mann. Wenn man echt nur zwei Treffer einstecken kann, ist. Oh ja. Boah, Alter, war das. Hallo? Warum springt er denn nicht? Ja. Okay, wieder zu spät. Ausgewichen, sehr schön. Genau, wieder ducken. Und das früher hat sich das immer so angehört wie so eine alte Festplatte, dieses Geräusch, was bei der Musik kommt, die gerade so irgendwas speichert. So, grrrt, grrrt. So hat sich das für mich immer angehört. Vielleicht hörst du das ja auch. Ich habe mir jetzt auch so aufgenommen, so eine alte Festplatte genommen und dann so. Mann! Oh, diese Scheißhände, ne? Hast du das Geräusch auch gehört? Ja. Was ich meine? Das Geräusch. Mhm. Mann, jetzt hör doch mal auf damit. Scheiß, Alter. Mein Meister hat immer noch zwei Herzen. Alter! Ich habe ihn noch kein einziges Mal getroffen. Und jetzt hat Pollmeister den Boss getroffen. Nein, mach eine Rolle. Oh, gut, dass er so lange gewartet hat, ey. Ja. Oh. So, ich beide Hände einmal getroffen. Das ist okay. Aber ich glaube, ja. Aua, aua.
Boah, Alter. Sehr knapp. Jetzt wieder hoch, genau. Und... erste Hand ist down. Ganz genau. Die schönen Bananen, die fallen immer nach unten. Es fehlt nur noch die eine Hand. Und die hat auch nur noch einen Treffer. Lol. Zum Treffen, oder? Nee. Scheiße. Ah, Mann, die sollte springen. An der Stelle. Okay. Hoffen wir mal, dass... Oh, das hat er nur angetäuscht. Schon. Sehr schön. Und? Der Sieg? Fragezeichen. Er ist noch da. Jetzt bist du wohl traurig. Hast du keine Hände mehr, ne? Und jetzt kommt er mit seinem Kopf. Was? Ja, kann ich wissen, Alter. Ah. Wunderbar. Okay. Oh, Scheiße, so langsam. La, la, la. Ja, ich kann auch wissen, welche Richtung er es macht. Ja, überspringen, danke. Zack. Als würde er sich so verbrannt, schüttelt er so. Ja. Einfach so. Das ist ein leichtes Nö. Boah, Mann! Ich weiß noch nicht, wohin er das macht. Da kann ich nicht so schnell ausweichen. Ach, Mann, ey. Er hat sogar ein blaues Auge rechts. Ja, stimmt. Also von ihm aus gesehen, rechts meine ich natürlich. Oh, bist du jetzt böse? Oh, tut mir aber leid. Sehr schön ausgewichen. Boah, wieder ein Herz, Wippermeister. Oh Mann, das ist sofort wieder verliere. Geil, Alter. Springen, ne? Ja, kannst du dir gleich auf die Hand drauf gehen. Dann. Also das ist da nicht besonders schwer zum Ausweichen, glücklicherweise. Oh, wieder nur dieser Penner, ja, wie er sich freut, Alter. Ja, da hat Paul Marcel jetzt ein bisschen zu lange gebraucht. Ach Mann. Genau. Aber er hat nur noch eine Hand, deswegen, wie viele Treffer braucht ihr noch? Einen hätte ich noch gebraucht. Scheiße. Oh ja, Mann! Ärgerlich. Alter, das ist echt nicht leicht. Das ist jetzt nicht so schwer, aber... Oh, so knapp, ne? Mhm. Na, springen! So. Na? Ja, mach halt keine Rolle. Ist okay. Dann krieg ich halt ein Leben abgezogen, aber okay. Ich finde auch, dieser Boden sieht irgendwie voll detailreich aus. So. Es ist kein, nicht einfach so eine Textur, sondern die Na haben... Na komm, spring doch auf den... Die haben wirklich sich Mühe gegeben. Das ist richtig gut. Alter! Gemacht. Fast schon wie in so einem Animationsfilm. Sieht es aus, finde ich. Meine Fresse! Oh. Ich hasse den Typen, Alter. Da könntest du, wenn du schnell genug bist, sogar auf beide Hände, glaube ich, oder? Hintereinander drauf springen. Ja, weiß ich nicht. Ja, theoretisch. Mann, das war jetzt eine Scheißhunde, Alter. Ja, komm. Überspringen. Oh Gott. Ja, ich kann Paul Meister auch gern ablösen, falls er das wünscht. Dann gilt es aber als nicht geschafft für Paul Meister. Nee, ich will das schon schaffen, du.
Sehr schön, wenigstens einmal getroffen. Oh, bist du böse da? Oh, oh du Armer. Wie kann er überhaupt rufen? Er hat doch gar keine Stimmbänder. No, Mann! Ist außer. Oh, ganz ja. Gut. Ist doch scheiße. Ja, was ist denn das? Da muss man öfters rollen. Hallo, damit Mann. Damit du dich schnell genug fortbewegen kannst. Ja, geil! Mann, wie schnell soll ich denn reagieren bei dem Scheißkampf? Unmenschlich. Ja. Inzwischen kennt man auswendig, was er macht, ey. Sehr schön. Das hält nämlich erstmal noch nicht ein. Ich glaube, das wäre schön, aber. Okay, aber ich hab's sowieso nicht gebraucht. Ja. Mann! Alter. Ja komm, spring doch darauf! Jetzt wird's aber mal Zeit. Sehr so. Schön. Die erste Hand ist jetzt. Paul Meister, ich kommentiere hier. Und wenn nicht, hä? Was dann? Paul Meister, könnten Sie bitte diesbezüglich die Fresse halten? Vielen Dank. So, eine Hand noch verbleibend. Und sein Kopf, wie wir jetzt mittlerweile ja wissen. Oh, ich hasse den Penner, Alter. Oh, oh, oh. Ja, als ob der auf einmal so schnell schlägt. Boah, Mann. Was hast du das gemacht? Oh. Alter. Wow. Und drauf. Alter. Schade. Und drauf. Mann! Jetzt aber. Nee. Jetzt erstmal das Herz. Jetzt. Ja, jetzt, wenn er so sich so. Mann, ich will das scheiß Herz haben. Ja, genau. Ah, da war noch ein Herz. Lol. Ha. Richtig geil. Du hast zwei Herzen eingesammelt und eins verloren. Richtig komisch, Alter. Mann! So, was? Wie kann er mich zweimal dann... Ich hab nur noch Spawn Protection gehabt. Oh Mann, ey. Oh, ist das nervig. Tja. Scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein. Vielleicht wäre es hier sogar hilfreich, wenn ich auch dabei wäre. Kann das sein? Ah, mach doch mal. So. Ja, es kann durchaus sein, nö. Boah, ich kann das doch nicht wissen. So ein Penner. So, erster Hand ist down. Explodiert so, Alter. Stell dir mal vor, deine Hand verletzt deine Hand so und dann explodiert die auf einmal. Ja. Zu Bananen. Und dann würde ich die alle aufessen. Mit Schale. Ja, ich kann nicht so schnell reagieren. Es geht einfach nicht. Scheint mir, als bräuchte Paul Meister Hilfe von Latendo. Nee. Entspricht das der Wahrheit? Nein, brauche ich nicht. Geh weg. Nicht. So, so. Oh Mann, so ein Penner. Ja, ich kann doch, ich hab gerollt, aber nein, er ist natürlich viel schneller. Mann. Ja, man lacht, ne? Oh, oh, oh. Donkey Kong, was ist überhaupt für ein Name, ey?
Die Hände sind einfach nur nervig und... Die Hände, die zögern das so raus, diesen Kampf. Machen ihn so derbe lang. Ich weiß, dass du es machst. Ja, danke, Alter. Getroffen, besiegt. Oh, sehr schön. Was? Alles klar. Ja, klar. Oh, die ganzen Bananen, Alter. Ja. Die kommen zurück. Boah, ist ja gefährlich, ey. Oh, meine Hand tut weh. Und Diddy hat ihn gerettet. Super! Yay, yeah, geschafft! Mann, nerviger Kampf. Und die Insel ist wieder befreit von den Tikis. Bildergalerie aktualisiert. Dioramen oder Musikgalerie aktualisiert. Retro Studio Staff Credits. Executive Producer. Ja, es ist zu schnell. Brian Walker. Super, wir haben es geschafft. Wie fandest du das Spiel? Ja, bis auf den letzten Bosskampf eigentlich. Oh, teilweise gut fordernd. Teilweise eigentlich auch schon wieder zu fordernd. Aber im ganz Großen und Ganzen eigentlich fand ich das gut, das Spiel. Ja, ich fand vor allem die Grafik richtig überwältigend. Ja, vor allem zum Ende hin des Let's Plays. Am Anfang war es ja nicht so. Ja. Exakt. Die fand ich eigentlich am besten, aber ja, der Sound ist auch wunderbar. Die Musik ist wirklich sehr schön und man sieht einfach, dass die Entwickler sich da sehr viel Mühe gegeben haben. Und zum Beispiel kann man jetzt ja auch hier FIFA irgendwas kaufen für genauso viel Geld oder so. Und da ist das gleiche wie in allen 50.000 Spielen davor drin. Also da sieht man mal, was es für einen Unterschied macht. Ja, FIFA ist ja sowieso Blödsinn eigentlich. Ja, sehr schön. Hier sehen wir noch die ganzen Credits. Contract, Studio Scripting, Operations. Was haben die denn operiert? Translation und Administration, Nintendo Staff Credits, General Producer, Producer, Supervisor, Shigeru Miyamoto, Assistant Producer, Coordination, Coordination Support, Music Supervisor. Alles so Japaner, oder? Music.
Na klar. Storyboards. Illustration. Concept Art. Hast du gerade gesehen, wie Rambi in dieser Kiste aussah, so richtig reingequetscht? Nee, habe ich nicht gesehen. Diesen Fass. Special Thanks. Oh, warum stehe ich nicht da? Na, weil Palmeister doch schlecht ist. Aber ich hab's durchgespielt. Nintendo of America Stuff Credits. Ja, America, interessiert uns was. Ja, und dann soll's einen aber interessieren, dass du da drin stehst, oder was? Player, Paul Meister. Ja, interessiert mich doch nicht, ob da irgendein Player Paul Meister ist. Ja, ich werde irgendwann mal Spiele testen, dann stehe ich auch bei den Special Thanks. Localization Coordination. Quality Assurance Coordination. Translation. Guck mal, das ist sicher auch ein Deutscher. Aber wo? Ja, weiß man jetzt nicht genau, könnten alle Deutsche sein. Guck mal, die Hände haben so extra Bilder. Das war ein bisschen zu schnell, leider. Man sieht ja, ob das da irgendwo deutsche Namen sind. Ja. Executive Producer Satoru Iwata. Oh nein, wir haben Copyright-Rechte verletzt. Nö. So, hier sehen wir die Insel. So ist die jetzt wieder schön. Was ist das? Oh. Oh, was passiert hier? Viereck. Und ein Tempel. Ein goldener Bananentempel taucht auf. Wow. Wahnsinn. Goldener Tempel enthüllt.